Hallo allerseits. Wir haben euch gefragt, was möchtet ihr zum Coronavirus wissen? Und wir haben festgestellt, ihr habt eine Menge Fragen. Zum Beispiel nämlich, wie tödlich das Virus ist und welche Gegenmaßnahmen wirklich Sinn machen. Man weiß noch nicht alles über diesen neuen Krankheitserreger, aber wir haben uns Mühe gegeben, all diese Fragen so genau und so aktuell wie möglich für euch zu beantworten. Wohl leider nicht, aber Infizierte bekommen wohl seltener Schnupfen, also Coronavirus-Infizierte. Das heißt, wenn du plötzlich trockenen Husten hast, in Kombination mit Fieber, aber die Nase nicht läuft, dann könnte das darauf hindeuten, dass du eher den Coronavirus hast als eine klassische Erkältung. Im nächsten Schritt stellt sich dann die Frage, ob du in einem Risikogebiet gewesen bist oder Kontakt mit jemandem hattest oder aber ob du, wenn du zum Beispiel Ärztin bist oder ein Pfleger und mit kranken Menschen zu tun hattest, dich eventuell bei jemandem angesteckt haben könntest. Wenn es nicht der Fall ist, auch wieder durchatmen, dann ist es vielleicht doch einfach eine Erkältung. Und dann gilt die grundsätzliche Regel, wenn du Husten, Schnupfen, Fieber hast, bleib zu Hause, ruh dich aus, schütz dich und andere. Dass die Sterblichkeit in unterschiedlichen Ländern verschieden hoch ist, kann mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel kann es an der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems liegen. Covid-19 macht einen Teil der Menschen sehr schwer krank und je nach Qualität der medizinischen Betreuung sterben mehr oder weniger Menschen. Dann kann durch einen sehr starken Ausbruch wie auf dem Höhepunkt der Epidemie in Wuhan auch einfach das Gesundheitssystem zusammenbrechen. Auch dadurch sterben mehr Infizierte, dadurch sterben auch mehr andere Leute an anderen Krankheiten. Es kann aber auch einfach sein, dass es mit der Statistik zu tun hat. Das heißt, dass man einfach zum Beispiel noch nicht alle Infizierten gefunden hat, weil es einfach einfacher ist, einen Toten zu finden, als jemanden, der nur rumhustet. Dann kann es auch sehr früh in der Epidemie sein. Das heißt, die Leute, die noch sterben werden, sind noch gar nicht gestorben. Das heißt, die Sterblichkeit ist künstlich verringert. Eine andere Möglichkeit neben diesen beiden Varianten Gesundheitssystem und Statistik ist natürlich, dass bestimmte Populationen aus irgendwelchen möglicherweise genetischen Gründen mehr oder weniger anfällig für dieses Virus sind, aber das ist bis jetzt nur eine Hypothese. Also erste Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die das Virus hatten, eine Infektion überstanden haben, danach Antikörper im Blut hatten, also immun sind. Bislang ist aber noch nicht klar, wie lange dieser Schutz dann tatsächlich anhält. Und was aufhorchen lässt, in den letzten Wochen gab es ein paar Studien aus China, die gezeigt haben, dass Menschen, die das Virus mal hatten, die sogar Symptome gezeigt haben und dann keine Symptome mehr hatten, das Ganze also überstanden haben, trotzdem wieder nach ein paar Tagen positiv getestet worden sind. Das würde darauf hindeuten, dass man eben nicht immun ist und vor allen Dingen nicht besonders lange. Allerdings sind diese Ergebnisse umstritten. Forscher schauen also jetzt gerade gezielt darauf und testen nochmal ausführlicher und direkter und nicht nur in China, was stimmt und ob man wirklich immun ist oder ob nicht und falls nicht, wie häufig das tatsächlich vorkommt. Es kann auch sein, dass das einfach super selten ist. Es gibt in der Bevölkerung keine Immunität gegen das Virus und deswegen kann es sich unter bestimmten Umständen sehr schnell verbreiten. Das würde dazu führen, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht und möglicherweise viel mehr Menschen nicht versorgt werden können und sterben. Schulen, Großveranstaltungen und Universitäten sind solche Orte, an denen solche Ausbrüche beginnen können oder sich deutlich verstärken können. Deswegen muss man sich sehr, sehr genau überlegen, je nach den Umständen, ob man solche Faktoren nicht für einen gewissen Zeitraum ausschaltet, auch wenn das natürlich Teil des öffentlichen Lebens lahmlegen würde. Und wenn man einen regionalen Ausbruch mit sehr vielen Infizierten und mit sehr schnell steigenden Infektionszahlen hat,
dann ist es möglicherweise auch sinnvoll, ganze Regionen vorübergehend abzuriegeln, einfach um zu verhindern, dass die gleiche Situation, der gleiche Kollaps im Rest des Landes passiert, sodass das Land allgemein handlungsfähig bleiben kann und dann eben auch vor Ort helfen kann. Das haben wir ja in China, in Wuhan gesehen, dass China den Ausbruch auf diese Weise ganz gut unter Kontrolle gekriegt hat. Ob das hier in Deutschland und in Europa mit unserer freiheitlichen Grundordnung, mit unserer Infrastruktur, auch mit der öffentlichen Meinung möglich ist, ist natürlich die Frage. Das kommt so ein bisschen auf die Situation an. Also wenn du mit älteren Menschen und Kranken unterwegs bist, also Leute, die eh schon ein geschwächtes Immunsystem haben, dann solltest du besonders vorsichtig sein. Das heißt, es ist noch wichtiger, auf die Hygiene zu achten. Grundsätzlich gilt allerdings, dass Flugreisen weniger riskant sind als jetzt Großveranstaltungen wie irgendwelche riesigen Konzerte oder so etwas. Erkundige dich bestenfalls nach den aktuellen Einreisebestimmungen, nicht, dass du dann an der Grenze stehst und irgendwie nicht rüberkommst, weil du doch irgendwelche Temperaturkontrollen hast oder aus einem Land gekommen bist, das als Risikoland gilt und dann lässt man dich doch nicht rein. Solche Informationen kannst du zum Beispiel über das Auswärtige Amt bekommen. Die haben eine Liste mit Ansprechpartnern für das jeweilige Land, in das du reisen möchtest, in diesem Fall dann zum Beispiel auch Polen.